Also beim Friday geht es hier im Großen und Ganzen um die SDGs. Beim Friday geht es jetzt nicht darum, ich wollte immer schon mal eine Modelleisenbahn aufbauen und da habe ich jetzt Zeit für, sondern es geht um die gesellschaftlichen Zukunftsfragen, wo ja total viele Themen, auch die sozialen Themen und so, alle letztlich drin sind. Mein Name ist Lenny, ich bin 9 Jahre alt und wir sind hier in Hessisch-Ollendorf an der Grundschule am Rosenbusch. An dem Friday ist toll, dass wir uns selber Sachen ausdenken können. Damit irgendwann die Welt wieder sauberer ist. Man kann Bücher lesen, auf iPads recherchieren, in dem Computerraum Sachen ausdrucken oder Plakate einlaminieren und sie in der Schule aufhängen. Man hat endlos viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Dann haben wir ein Insektenhotel gebastelt aus einer alten Dose. Wir haben über den Klimawandel geredet, über Rassismus. Und wir wollen, dass alle Schulen und alle Länder das machen, was wir jetzt machen. Weil sonst hier wird die komplette Umwelt irgendwann komplett mit Schmutz sein und lieber aufräumen. Wir sind dafür zuständig. Also den Friday gibt es an allen Schulformen schon und wir haben eben auch jetzt etliche Grundschulen und die Kinder sind mit Feuer und Flamme dabei. Dies ist jetzt eine sehr ländliche Schule hinter Hameln, die den Friday schon im letzten Schuljahr eingeführt haben. Ich sage nochmal die Kriterien, 4 Stunden pro Woche. Nicht irgendwo angehängt oder wenn es dann mal nicht stattfindet, ist auch nicht schlimm, sondern im fest verankert. Interessenorientiert, Projektarbeit, SDGs. Dann finden die sich in Gruppen zusammen. Es muss nicht jahrgangsübergreifend sein, aber es ist natürlich toll, wenn da mal eine Gruppe ist, die will einen Schulkiosk aufbauen und da sind vielleicht 2 5-Klässler drin und 2 8-Klässler und 1 9-Klässler drin und die haben jetzt echt eine Leidenschaft dafür, das durchzuziehen und dann staunt man, was die alles auf die Beine stellen, was denen alles einfällt, wo sie sich Hilfe holen können. Und das ist eben das Besondere am Friday, dass ich die Leidenschaft zusammenfindet und die positive Energie, dass da nicht Gruppen sind, wo dann SchülerInnen sind, die sagen, hab ich ja keinen Bock drauf oder so, weil das nimmt ja immer, kennen Sie alles aus dem Unterricht, nimmt ja sofort die Positivenergie raus und so tun sich die zusammen, die etwas wollen. Und dann eben der Punkt 2, Umsetzung Gemeinde oder Stadt. Also es wird nicht eine PowerPoint gemacht über Wissen und dann ist Ende, sondern jetzt geht es in die Umsetzung. Diese 3 Elemente, ich eigne mir Wissen an, ich handle und ich netzwerke mit Leuten, die mir behilflich sein können. Und hier ist nochmal Friday. Das Lernen im Projekt ist einmal der Zeitraum, der ist festgelegt im Projekt. Beim Friday ist der unbegrenzt, so viel wie du brauchst. Manche brauchen vielleicht nur 3 Wochen, manche 1,5 Jahre. Die Themenvorgabe kommen beim Projekt oft auch noch durch LehrerInnen. Hier kommen die von den SchülerInnen. Der Output ist leider hier auch häufig ein Plakat oder sowas. Hier ist es die Umsetzung vor Ort. Projekte sind in der Regel klassenintern, hier sind die jahrgangsübergreifend und wenn wir tatsächlich mal Städte haben, da arbeiten wir gerade dran, wo viele Schulen den Friday machen, dann kann das sogar schulübergreifend, können dann Projekte stattfinden. Und wichtig noch, beim Projektlernen, da gibt es eine Note, der Friday bekommt keine Ziffernote, sondern die Metakompetenzen werden reflektiert. Aber es wird keine Note auf dem Zeugnis gegeben zwischen 1 und 6, sondern man kann Zusatzzertifikate ausgeben oder. Da können die Schulen ihre eigenen Wege für finden. Ja, und das ist unser Ziel. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht. Wir gehen immer davon aus, dass eine Friday-Schule 3 andere
dann ein Jahr später ins Boot geholt hat. Und dann wissen wir jetzt schon, dass wir 240 brauchen und so weiter, um dann 20, 25, 26 tatsächlich ein Drittel aller Schulen zu haben. BNE auch durch die Republik fliegen, weil ja überall dann SchülerInnen aktiv sind. Das fällt auf, das wird von der Presse aufgegriffen. Und dann kann sich, glaube ich, so eine neue Lernkultur auch gut durchsetzen. Der Weg kann jetzt sein, dass man vielleicht erstmal in einer Schule, man hat jetzt zwei Lehrer, die haben da Lust zu, die können eine Pilotklasse bilden und das mal ausprobieren. Und das nächstgrößere wäre, ein Jahrgang macht das. Und das Endziel dann der Friday für die ganze Schule oder über mehrere Jahrgänge. Aber man kann durchaus, so ist das in Hessisch-Oldendorf gewesen, da waren zwei LehrerInnen, die haben mit einer Klasse 3 und einer Klasse 4 den Friday angefangen und jetzt ein Jahr später macht ihn die ganze Schule. Das kann man jetzt gar nicht lesen. Der Prozess der Einführung ist bei den anderen auch so klein wie bei mir. Ich kann es nicht lesen. Ja, ist auch so klein. Wir können es größer machen, wenn Sie auf die rechts unten klicken. Ah ja, richtig, Vollbildmodus. Ja, genau. Ah, Vollbildmodus. Danke. Ah ja, gut, das ist ja viel besser. Ja, also wir haben so für Neueinsteiger, ich informiere mich erstmal über die Friday-Webseite, da ist sehr viel drauf. Ich finde Verbündete, das kann Lehrer sein, Elternteil, vielleicht auch ein paar Kids, die Interesse haben. Ich überlege mir, wie könnte das bei uns aussehen? Also wer ist bereit, wer kann mitmachen? Ich schreibe ein Konzept, ich überzeuge die anderen. Wenn das nachher für die ganze Schule sein soll, muss man natürlich Schulleitung im Boot haben. Wir bereiten die Einführung vor und starten die Umsetzung. Zu all diesen Einzelschritten hat Schulleitung oder unser Friday-Team dann Unterpunkte, eine Kick-Off-Veranstaltung und so weiter, wie man das alles machen kann. Ach so, hier ist es ja, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wenn ich mich informiere, ich kenne schon Beispiele, ich informiere mich über die digitale Fortbildungsreihe. Die Verbündeten haben Zeitplan erstellt. Ich habe die Schulleitung überzeugt, wir können einen kleinen Piloten starten. Wir haben den dann durchgeführt, den Piloten. Wir haben Erfahrung gesammelt, wir haben das evaluiert. Wir gucken, wie passt es in unsere Schule, in unser Umfeld. Und jetzt können sich andere beteiligen und jetzt schreiben wir einen Leitfaden. Und dann geht's los. Wir gucken schon mal, was gibt es in der außerschulischen Bildungslandschaft. Schön ist auch, wenn man mal Lehrerschatz macht, also wenn sich das ganze Lehrerkollegium mal versammelt, kann man sowieso machen, auch wenn man den Friday nicht macht, aber so aus Anlass des Fridays passt es sehr gut. Wer kann was? Wer hat welche Hobbys, Leidenschaften? Welche Verbindung haben die Einzelnen? Und dann wird man sich wundern, was man alles erfährt über Kollegen, mit denen man schon 10 Jahre zusammenarbeitet, an Interessen, Hobbys, aber auch an Verbindungen. Und dann ist in der Regel die ganze Band voll. Das Gleiche kann man ja mit Eltern und Elternschatz machen. Ja, dann muss man sich kümmern, was ist Projektlernen, wie sind da die Rollen der LehrerInnen und so weiter. Da gibt es überall auch Fortbildung zu. Ein Kick-off kann gemacht werden. Und wir haben jetzt schon einige Landesinstitute, die auch großes Interesse haben in verschiedensten Bundesländern. Und mit denen zusammen kann man dann ja bedarfsgerecht eben auch Fortbildung stricken und anbieten. Ja, und dann geht's los. Wir sind gestartet. Die SchülerInnen wissen, was ist Projektarbeit. Und ja, die entwickeln erste Ideen. Jetzt sage ich mal ein paar Ideen. So, also Plastik ist schon immer ein großes Thema auch für etliche. Können wir jetzt mal den Film einspielen? Das ja, kommt sofort. Die Gesamtschule, die haben so ein Rap gemacht.
Damit ist zwar noch nicht weniger Plastik da, aber die haben ihr Wissen in so einen Wrap gepackt. Minuten ist er ja insgesamt. Also die haben sehr, sehr, sehr viel Wissen und das toll umgesetzt in so einem Rap. Wir haben auch einen Partner, Youth for Planet, das ist ein Filmer, der hat früher Umweltfilme gemacht, 20 Jahre lang, ist auch mit Jugendlichen wohin gefahren und hat dann festgestellt, das ändert nicht unbedingt das Verhalten, wenn man sich einen Film anguckt und hat jetzt ein tolles Konzept, auch für den Friday, wo Jugendliche so ihre Ideen über Filme dann auch und über das, was sie gemacht haben, über kleine Filme rüberbringen können. Ja, ich kann mich mit Energie befassen, kann Energieberater werden, auch für, also für kleinere in der Schule, ein Büro, vielleicht sogar in der Stadt. Wir können Klimarat bilden, wo wir dann auch verschiedene städtische Ämter einbinden. Wie können wir unsere Schule CO2-neutral bekommen, Bäume pflanzen. Wichtig auch, finde ich jetzt, wir haben uns ja der Natur so entfremdet, das ist ja das Grundübel von allem, dass wir gar keinen Schmerz empfinden, wenn wir alle 12 Minuten eine Art töten, die Böden vergiften und so weiter. Da viele empfinden da wenig bei. Und gerade für Grundschulkinder wäre das wichtig, dass die auf den Acker gehen regelmäßig oder in den Wald. Also nicht mit Arbeitsplatz, welcher Baum ist wo, sondern einfach forschen, riechen, schmecken, schauen, wie was wächst, sich verbinden. Das würde ich sehr, sehr anraten, gerade für die Kleinen noch. Das ganze Thema Humus, man kann natürlich Inspiration geben. Nicht unbedingt würden jetzt die Jugendlichen oder die Kinder auf das Thema Humus kommen. Vielleicht, wenn sie gerade einen Film gesehen haben oder so. Aber Humus ist eben wahnsinnig wichtig. Das ist ja diese 5 bis 6 Zentimeter dicke Erdschicht, wo ja mehr Lebewesen in 1 Kubikmeter sind als Menschen auf der Erde. Das ist unsere Grundlage für die Ernährung, die gerade systematisch zerstört wird. Und nur 4/1000 an bebauter Fläche, wenn man da wieder Humus aufbaut, echten Humus, das geht ja, man kann sogar aus Wüste blühende Landschaften machen, dann würde das gesamte CO2, was wir jetzt in die Luft geben, gebunden werden können. Man kann Humusbotschafter werden, überhaupt Botschafter für Themen, Politiker, dann als positive Lobbyisten beeinflussen, positiv und so weiter. Ja, das ganze Thema Essen, das ist ja immer an Schulen auch relevant, weil da ja auch gegessen wird.
ja, der Biodiversität, Insekten, wie können wir Artenvielfalt erhalten, wie kann man ja durchforschen. Dieses eine Mädchen hat gesagt, wir haben Insektenhotels gebastelt, man kann Bienen züchten. Wir hatten da jetzt in einer Grundschule zwei Jungs, die haben sich um Wildbienen, für Wildbienen interessiert, haben sich da total schlau gemacht, sind, glaube ich, dann auch zu Experten gegangen, haben 300 Marmeladengläser gesammelt über die Eltern, haben da Wildblumensamen reingetan, die gut für Wildbienen sind, haben das Glas außen beklebt mit entsprechenden Informationen und sind in die Stadt gegangen und haben mit Leuten diskutiert. Und haben dann von welchen die haben wollten, weil die auch Möglichkeiten haben auszusehen, die Samen dann verschenkt. Das Projekt war dann beendet nach 2 Monaten. Und die haben sich etwas anderes gesucht oder sich anderen Themenfeldern angeschlossen. Ja, dieses ganze Thema Klamotten, Lieferkette, was trage ich eigentlich, was dann oft ausläuft in wir machen selber Mode, Upcycling und solche Dinge. Ökologische Rucksäcke kennen auch ganz viele nicht. Uns damals, als die herausgefunden haben, dass in einer Jeans, wenn wir die kaufen, mehr Wasser ist, als ein Mensch in 20 Jahren trinkt, haben die ein Jahr später angefangen, Klamottentauschbörsen zu organisieren, die es jetzt an der ESBZ 3-mal im Jahr gibt. Die Eltern machen die jetzt auch schon. Achso, hier ist es nochmal. Ja, so Lebensweg einer Jeans oder eines T-Shirts oder dieses ganze Markenklamotten, wie viel Geld für die Werbung und die Marke, das ist ja der größte Teil ausgegeben. Da sind oft ganz erschrocken, wenn die sich so teure Klamotten kaufen, dass das alles in die Werbung und die Marke geht. Und hier habe ich, dies ist schon uralt, war schon 20 Jahre alt in der Schule, da haben die dann Straßentheater draußen gemacht zu diesen Themen. Ja, es gibt zurzeit, also jetzt zu starten, ist richtig gut. Für Mann schwieriger gewesen. Es gibt im Moment unglaublich viele Initiativen, die ganzes Infomaterial haben, aber auch ganz tolles Material. Wie finde ich eine Projektidee und wie ist mein Weg durchs Projekt durch? Da ist Greenpeace mit seinen Bildungsmaterialien ganz, ganz weit. In der Böll-Stiftung gibt es ganz viel und auch bei anderen NGOs. Das werden wir alles auf der Friday-Seite dann auch entsprechend verlinken. Jetzt habe ich noch ein paar Beispiele, wie sich der Friday und Lernen mit digitalen Werkzeugen verbinden lassen. Es gibt so ein niedriges Werkzeug, das heißt die Sensebox. Mit der Sensebox kann die Welt sammeln. Und dann, wenn die Lust haben, könnten die zum Beispiel Feinstaub messen oder andere Dinge, die sie dann sogar in ein bundesweites Datennetz einspeisen. Da sind die Bürger immer aufgerufen, aktiv zu werden, als kleine Forscher sozusagen. Die können aber auch den CO2-Gehalt im Klassenzimmer messen und dann noch mit Calliope programmieren, dass dann ein bestimmtes Geräusch kommt, wenn der zu hoch ist. Oder eine Tür, die ganz oft auf ist und dadurch Energie im Winter verschwendet, dass die dann piept und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann gibt es, dafür die werbe ich hier auch mal gerade, die jungen Tüftler. Die jungen Tüftler haben mehrere ganz tolle Projektideen jeweils zu den SDGs entwickelt. Die sind jetzt auf der Website so, dass sie noch so ein bisschen leerer gesteuert sind, kann man aber alles, weil die Materialien alle drauf sind, für die Schüler alleine machen. Und wenn die sich zum Beispiel damit befassen, was hat Klimawandel mit unserer Ernährung zu tun, dann könnten die hinterher ihre Ergebnisse mit Scratch, das ist auch so ein digitales Tool, für ein Quiz in ihrer Jahrgangsstufe oder in der ganzen Schule oder für die Eltern oder so programmieren. Frau Rasfeld? Ja? Es gibt hier eine Frage im Chat von Birgit Walsch. Wie findet die Projekt- und Themenfindung nochmal statt? Jedes Kind schreibt sein Thema und sucht dann MitarbeiterInnen. Das machen wir nachher. Okay. Ich gehe jetzt einmal eben durch, schreibe die Fragen im Chat.
Oder hier, die haben eben Textilwirtschaft recherchiert und können dann mit dem Programm CoSpaces tatsächlich so eine Virtual-Brille bauen, sodass andere dann plötzlich in diesem dreidimensionalen Raum sind. Können alles Kids problemlos machen. Die jungen Tüftler machen auch Seminare dazu. Also man kann auch digitale Seminare buchen. Man kann als Lehrer und Schüler gemeinsam diese Werkzeuge erlernen. Also, dies hatte ich ja schon, Sensor School und so weiter. Also sehr viele Möglichkeiten, auch Cradle to Cradle, das ist ja die Wirtschaftsweise im Kreislaufsystem, die kommt in den Schulbüchern überhaupt noch nicht vor, ist aber unerlässlich für eine neue Wirtschaft und neues Denken. Das alles können Themen beim Friday sein.